Colonel Mackenzie kommandiert das Zweite. Gestern Morgen hat er uns darüber informiert, dass er den Deutschen nachsetzen wird. Er denkt, dass er sie vor sich hertreibt. Dass sich nach Durchbrechen ihrer Linie das Blatt wendet. Er täuscht sich. Ihr Befehl lautet, gehen Sie zum Zweiten, im Wald von Croisy, 1,5 Kilometer südöstlich von Ecouste. Übergeben Sie dies Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren 2 Bataillone. 1600 Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen? Ja, Sir. Der Kinocast. Fangen wir mal an. Ist schon 14:15 hier. Ja, musst du deine Kehrwoche machen oder was? Hallo und herzlich willkommen hier zur neuesten Ausgabe vom Kinocast im Jahr 2020 und allen, denen da ein Herz in die Hose gerutscht war, dass es die letzte Sendung ist. Manche haben uns, also da kam ja heute was, ne Kate? Ja, so irgendwie süß. So ja, goodbye, also jemand hat das nicht so tragisch genommen auf Facebook, aber Kate hat den Witz gleich erklärt, das ist immer wichtig. ja, hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Guten Tag. Hallo. Seid ihr gut reingerutscht ins neue Jahr, wie man so schön sagt. Natürlich. Und du auch? Ja. Es war diesmal sehr gemütlich eigentlich, ja. So muss sein. Ja. Das kommt mit dem Alter. Wir haben Fernsehen geguckt, die Blu-ray von Fantastischen Vier, wer vier sind. Das war dann so, ging ungefähr so bis null. Nee, hatten noch ein bisschen was übrig. Da haben wir kurz gepaust und dann kurz zugeprostet mit alkoholfreien Sachen und dann weitergeguckt. Die Kinder haben schon geschlafen, also von daher, na. Diesmal war es relativ ruhig, draußen hat es natürlich die Hölle wieder losgebrochen. Na. Also scheint immer noch sehr viele Leute zu geben, die da ihr Geld lieber zum Fenster rauswerfen und das verbrennen. Ja. Jo, dann starten wir doch mal in das neue Jahr hinein. Wir hatten ja eine Sneak Preview schon. Die war aber, jetzt muss ich kurz gucken, nee, die war noch im alten Jahr. 30.12. war die. Genau, die fällt noch ins alte Jahr rein eigentlich. Also das heißt, bei der Abstimmung zum besten Sneak-Film ist die noch bei 2019 mit drin. Sagt ihr eigentlich 2020 oder 2020, wenn ihr jetzt Datum nennt? 2020. Ich sag beides. Du mixst immer mal. Ich leg mich da nicht fest, was das denn. Also ich habe jetzt, seit du die Frage mal in den Raum gestellt hast, habe ich jetzt mal so drauf geachtet und ich sag, glaube ich, hauptsächlich 2020. 2020. Ich sag 2002, das wird alle. Okay. Und die Zahlen sind, oder Ziffern sind dieselben, also in dem her. Was man aber auch, wie man auch eine Jahreszahl sagen kann, ist 1917. Den Film hatten wir in der Sneak Preview, in der letzten Sneak Preview des Jahres 2019 hatten wir 1917. Der Mathelehrer hat schon die Differenz ausgerechnet, wie viele Jahre später wir das gesehen haben. Aber das kann man uns nachher sagen. 102 Jahre. Aber zwar ist nicht so kompliziert. Ja, das lässt sich schnell ausrechnen. 1917 ist der neue Film von Sam Mendes, der schon ja, diverse sehr gute Filme und ein paar weniger gute Filme gedreht hat. Und er hat einen Film gedreht nach Erzählungen seines eigenen Opas, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar wird hier eine Kriegsgeschichte erzählt, wie man sich vielleicht von der Jahreszahl schon herleiten kann. Es spielt im Ersten Weltkrieg und zwei Soldaten ruhen sich gerade so an so einem Baum auf einem Feld in einem friedlichen Gebiet ein bisschen aus. Und einer von beiden wird von dem Sergeant oder so hinzitiert und wird gesagt, hier, du bekommst einen Auftrag, du brauchst aber noch eine zweite Person mit dazu, such dir jemand aus und er nimmt dann den, der gerade neben ihm am Baum lehnt, der da eigentlich nicht so richtig Bock drauf hat, jetzt irgendeine Mission zu machen. Ja, muss aber halt, ne? So ist die Befehlskette. Und die zwei bekommen ein, ja, sag mal so, ein Himmelfahrtskommando-Auftrag. Also sie sollen wirklich hinter diese Frontlinie, hinter die feindlichen Linien und durch feindliches Gebiet durch zu einer anderen Einheit, die einen Frontabschnitt angreifen möchte, in dem Vertrauen darauf, dass der Feind sich dort schon mehr oder weniger zurückgezogen hat,
aber die neuesten Erkenntnisse, was wir übrigens in den ersten Minuten des Films erfahren, das ist jetzt kein Spoiler, die neuesten Erkenntnisse von Luftaufnahmen sagen halt, okay, das ist eine riesige Falle, also der Feind hat sich bis zu einem bestimmten Punkt zurückgezogen und will den Engländern in dem Fall eine Falle stellen und es soll nur so aussehen, als wäre da keiner mehr, damit die Engländer mit aller Macht angreifen, mit allem, was sie haben und sollen dann halt eingekesselt werden. Und um das zu vermeiden, weil auch die Telefonleitungen gekappt sind und Funk gab es da wohl noch nicht so, werden zwei Meldegänger losgeschickt, die diese Nachricht überbringen sollen, wirklich quer durch Feindesland, durch die neutrale Zone zwischen den Schützengräben. Und das Ganze ist ja so mehr oder weniger in der Art gedreht wie ein One-Shot. Das heißt, wir verfolgen eigentlich die zwei ohne großartig bemerkbare Schnitte. Es gab natürlich ein paar Schnitte drin, ist klar, sonst lässt sich das nicht so machen. Aber insgesamt wirkt es fast so wie der Film Victoria, der in einem Take gedreht ist. Also wir sehen wirklich von dem Moment an, wo die zwei den Auftrag bekommen, bis hin, ja, wo es dann der Film dann zu Ende geht, fast in einem Take. Ich glaube, die schlafen zwischendurch mal, da ist kurze Unterbrechung, aber dann geht es wieder weiter. Und es ist halt auch die mehr schlafen aber nicht so arg viel, ne? Mehr oder weniger in Echtzeit. Ja, nee, einmal, die sind eigentlich schon relativ Nacht, zackig, ja, unterwegs die ganze Zeit. Ja. Und ja, Kameramann ist Roger Deakins, der das Ganze dann inszeniert hat und was ja eine wahnsinniger Aufwand ist. Und es muss ja auch alles geplant werden. Und Roger Deakins, der ja auch zum Beispiel Blade Runner 2049 hat er seinen ersten Oscar gewonnen, was eigentlich eine Schande ist, weil er war vorher irgendwie 10-mal nominiert oder so und hat nichts gewonnen, obwohl er schon wahnsinnig gute Filme gedreht hat als Kameramann. Und jetzt auch wieder, also ich glaube, der Oscar für die beste Kamera ist damit eigentlich schon vergeben für nächstes Jahr. Also da müsste jetzt wirklich noch ein Riesenkracher kommen von Kameraarbeit her. Ja, aber wie fand man den so, hä? Brutalst gut. Ja. Wirklich, ich saß da streckenweise wieder mal im Kino und sogar mit offenem Mund. Also zum einen, weil dann das Atmen echt leichter fällt. Und zum anderen einfach, weil die ganze Art und Weise, wie das gedreht ist mit diesem an einem Stück schon mal am Anfang, völlig, völlig irre. Ich habe da im Vorfeld ja mal von dem Film in dem Trailer gesehen, wie die das auch zum Teil gedreht haben, weil Erik hat auch mal gemeint, so, ja, die laufen da irgendwie im Kreis und hahaha. Ja, ist aber ein Riesenset und ist wirklich alles echte Darsteller, also nicht mit dem Computer reingemacht, sondern die rennen da wirklich rum und manche Szenen, sagen sie auch in dem Trailer, sagen sie das auch so, mussten sie machen an einem Stück und wenn irgendwelche Fehler drin waren, sind halt die Fehler passiert, die so nicht geplant waren. Oder wenn jemand wegrutscht oder jemand eine Textzeile vergisst, dann muss man das irgendwie gescheit überspielen. Und deswegen auch, also nicht nur vom Dreh her brutalst gut, sondern auch von der schauspielerischen Leistung fand ich das extrem gut gespielt und extrem glaubwürdig auch gespielt. Das war schön, dass es mal nicht Zweiter Weltkrieg ist, sondern Erster Weltkrieg, das muss man auch mal sagen. Also wenn schon irgendwas über Weltkrieg, ne? Das soll sich heißen, dass Kriegsfilme generell schön sind. Oh toll, ein Kriegsfilm. Nein, soll es nicht heißen, sondern einfach eine extrem coole Geschichte und super umgesetzt. Also du hast Kamera gesagt, Schauspieler habe ich jetzt genannt und was ich nicht vergessen darf, die Musik, die hat unfassbar gut gepasst. Also fand ich super platziert alles und das hat ein Film, da kommt wirklich ein Film raus, der auch nicht zu lang ist, was ich auch sehr gut finde. Der, also mir kam er nicht so ewig lang vor, zumindest auch, sondern man hängt halt mit drin. Klar hat er zwischendurch auch mal ein bisschen Zeit, um Luft zu holen, aber der dauert fast 2 Stunden. Aber fand ich okay in dem Fall, weil es 2 Stunden eigentlich dann doch gut erzählt war. Und ich habe echt, für mich war es echt so ein, boah, das ist mal ein Film, wo ich sage, hey, auf jeden Fall ein Oscar-Kandidat, weil kameratechnisch der Hammer und wie gesagt, schauspieltechnisch George MacKay fand ich mega gut. Den kennen wir aus, wo hat er ein Bekanntes noch mitgespielt? Sein Gesicht hat mir was gesagt, aber Captain Fantastic hat man mal in der Sneak. Ja, Captain Fantastic hat mitgespielt, ja, aber trotzdem, irgendwoher kannte ich ihn noch, ich komme gerade noch nicht raus, aber es ist wurscht. Wirklich. Falls du die Serie ganz, gesehen ganz hast, cool. 22.11.63 über diesen Anschlag da hier auf JFK. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Doch,
Ich erinnere mich. Da, das war das mit James Franco. Ich erinnere mich. Da, da kannte ich ihn. Ja. Sehr gut. Nee, wirklich toll. Also Kamera, Ton, Schauspiel. Ey, was will man mehr? Vor allem auch, das ist auch ein Kinofilm. Den muss man im Kino sehen, weil durch diese breiten Einstellungen ist es halt häufig so, man kann das ja ein bisschen sich einfacher machen, solche Sachen, sag ich mal. Das hat ja durchaus auch Victoria gemacht, der deutsche Film, der in Berlin spielt, der wirklich in einem Take gedreht wurde komplett, die das ja mehrfach gemacht haben und die sich da wirklich durch das komplette Berliner Nachtleben bewegen, mit Gangster, mit Verfolgungsjagd, mit allem, ja, und das musste alles in einem Take. Die haben sich an manchen Stellen ein bisschen einfacher gemacht, das kannst du dir machen, indem du zum Beispiel bestimmte Personen in Nahaufnahme zeigst, wo du dann eben den Hintergrund nicht so deutlich hast, weil sonst musst du dich halt drum kümmern, dass der Hintergrund halt auch immer passt, ne. Das haben sie halt hier nicht gemacht. Du hast halt wirklich so, ja, Ultra-Weitwinkelaufnahmen, wo du wirklich die ganze Landschaft im Hintergrund und was da alles passiert ist. Und dann gab es ja so Szenen, dann haben die sich irgendwo hinter was ausgeruht. Und du hast eigentlich alles rundherum so großartig gesehen, außer irgendwie einen Winkel. Und aus dem kam dann irgendwas, was sie selber ja auch nicht gesehen haben, ja. Was dann plötzlich da war, wo kommen die denn jetzt her? Ja, und die Musik hast du schon angesprochen, da sind wir ja danach auch extra noch lange sitzen geblieben, weil ich wissen wollte, wer das gemacht hat. Das hat hier Thomas Newman gemacht. Der hat eins meiner wirklich fast liebsten Filmmusikstücke gemacht, nämlich für American Beauty heißt das Any Other Name. Gibt's auch auf Spotify. Thomas Newman, Any Other Name, ist auch auf diversen so Chill-Out-Compilations und sowas drauf. Weil das wirklich ziemlich, ziemlich cool ist. Und das fand ich auch sehr, sehr gut hier, die Musik und auch der Regisseur. Ich meine, der hat hier zuletzt, der 1917 wird ja beworben damit, dass er Skyfall gemacht hat, aber er hat ja halt American Beauty gemacht, Road to Perdition und so weiter. Also das ist ja Wahnsinn. Die Filmografie von Sam Mendes. Jarhead hat er ja auch gemacht. Den fand ich allerdings jetzt von der Story ja nicht so gut. War aber durchaus die Bilder waren cool. Ein bisschen ähnlich, ja, genau. Aber hier ist halt wirklich ein treibender Film, weil halt wirklich die Gefahr ist spürbar die ganze Zeit. Ja, es ist halt, man will sich aus dem Schützengraben heraus bewegen, ja, und neben einem, da hat es gerade einen Helm durchsiebt und der liegt dann in der Ecke und du überlegst, ja, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht und bewege ich mich da raus und dann überall Leichen und auch Tierleichen, irgendwelche Pferde, die da verendet sind und alles. Und aber einfach so wirklich auch mit, wie du das ansprichst, mit den Leichen, diese Szenen auch. Auch da ganz, ganz krasse Szene, wo ein Missgeschick, wo wirklich auch jemand schwer verwundet wird. Ich sage jetzt nicht wer, ich sage jetzt nicht wie, ich sage jetzt nicht warum. Wie der plötzlich käseweiß wird, also komplett weiß, wie eine Wand. Das war der Hammer, wie die das da reingemacht haben, wie das da gemacht wurde. Richtig, richtig gut. Und ganz zu Beginn eigentlich schon hat man auch so einen komischen What-the-fuck-Effekt, als der eine da erschrickt und dann nach hinten zuckt und dann der andere mit seiner gerade verletzten Hand in eine Leiche reinrutscht. Ja. Das war so ein richtiger In jeder Zombie-Apokalypse wär's das halt gewesen, ne? Ja. Auch der Film besteht jetzt nicht nur aus den zwei Darstellern, die wir da verfolgen, sondern da sind auch sehr großartige Nebendarsteller. Benedict Cumberbatch, Mark Strong, wieder mal. Also ist wahrscheinlich auch so der Stephen Tobolowsky. Colin Firth. Ne? Ja, Colin Firth. Und die erkennt man dann so und denkt, ist der das jetzt gerade? Weil die doch ein bisschen anders aussehen hier. Und wow, wahnsinnig, wahnsinnig guter Film. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich mir den jetzt noch wahnsinnig oft anschauen werde, weil ich habe jetzt diese Reise einmal mitgemacht. Ich weiß, wo sie lang gegangen ist und wo es spannend wurde und was passiert ist. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich mir den jetzt nochmal unbedingt angucken würde. Vielleicht dann zu Hause, also im Kino vielleicht nicht, aber ja, ist schon ein großartiger Film, den man auf jeden Fall sich anschauen sollte. Auch nicht nur in Bezug jetzt auf die Oscars, die da kommen werden. Mal sehen, heute Nacht sind ja die Golden Globes. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob der da nominiert ist. Kann ja die Kate inzwischen mal recherchieren. Ich recherchiere. Weil das könnte natürlich sein, dass der da auch schon ein bisschen abräumt, was dann schon so eine Indikation für die Oscars gibt. Ansonsten sehr empfehlenswerter Film. 19. Was gibst du punktemäßig? Ich habe ihm tatsächlich 9 Punkte gegeben.
Ich glaube. Ich auch, ja. Ich habe jetzt gerade nochmal reingeguckt. Weil, wie gesagt, er hat mich wirklich begeistert. Also, ich lese mal hier vor, was in der Metropolis-Gruppe steht. Da hat einer geschrieben: alles top, Ausstattung, Kamera, Regie, Darsteller, Score, Script, Spannung. Hat einer geschrieben. Also, kommt er ist nominiert vor? Für bester Film Drama. Ich gucke mal, ob er noch weiter nominiert ist. Beste Filmmusik. Bestimmt noch Kamera. Zwei Nominees. Nicht nee. Kamera. Also ich habe jetzt, ich das weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier gerade alle Ansichten habe. Warte mal. Warte mal, hier. Ah, das werden ja auch die ganzen nominiert Serien für drei so Golden Globes, ja. Für drei, okay, dann habe ich zwei. Score, Director und bester Film. Also der Regisseur. Aber nicht für die Kamera, das wundert mich. Nicht für die Kamera. Okay. Naja, aber das kann sich ja, das ändert sich ja alles. Ja, aber mit für bester Film sind halt auch noch Sachen wie The Irishman und Joker nominiert, ne? Und Marriage Story. Das ist halt auch nicht gerade schlechtes Kino. Nee. Da. Diesmal harte Konkurrenz, ja. Ja, ich werde es heute Nacht aufnehmen und morgen anschauen. Ach so, die Globes, ja. Es kommt heute, die Globes kommen ja. Warte mal, ich weiß, morgen ist doch frei. Ist doch ideal. Ja, ich habe auch überlegt, ob ich sie anschaue heute Nacht. Ah. Aber ich bin eigentlich um 11 schon wieder verabredet in der Früh. Ja, ich schau mal. Vielleicht gucke ich mal. Wenn ich wach bleibe, dann gucke ich vielleicht rein. Ja, ich guck mal. Macht ja wieder Ricky Gervais, den mag ich ja so total gerne. Und jedes Mal, wenn der das gemacht hat, das war einfach immer richtig gut. Jo. Was haben wir denn noch für Sneak-Tipps für die morgige Feiertags-Sneak hier? Ist da eigentlich überall bundesweit? Ja, ja, das ist die Heilige Drei Könige ist bundesweit, soweit ich weiß. Three Kings, Film. Ja, die Heiligen Drei Könige hatten wir da auch schon als. Die Heiligen. Ne? Ja, ja, genau noch, der. Gibt es noch Three Kings, mit, wo die im Irakkrieg irgendwie einen Schatz suchen. Oder genau, so. Das ist mit Clooney. George Clooney, ne? Ja. Müsste sein. Genau, also für die erste Sneak im Jahr 2020, Happy New Year nochmal an alle, das ist dann die Nummer 1034 und die Tipps kommen ja auch aus der Metropolis-Stuttgart-Gruppe, wo inzwischen 994 Mitglieder sind. Ich glaube, wir schaffen dieses Jahr die 1000 Mitglieder, dann gibt es da auch nochmal was. Also der Tipp lautet ganz einfach zielstrebig. Es sind drei Tipps eingegangen, einmal Tipp der Erik auf Bad Boys for Life. Weiß nicht, ob das passt, aber vielleicht willst du ihn einfach nur sehen. Der Martin tippt auf Bombshell und die Carola auf Lindenberg macht dein Ding. Das habe ich tatsächlich auch gedacht. Da hätte ich irgendwie überhaupt gar keinen Bock drauf. Der Trailer, den habe ich jetzt zweimal gesehen. Der sah aber echt gut aus. Ja, aber ich mag den Lindenberg. Ja, so viele Sachen mag ich jetzt auch nicht von ihm, aber. Ja, ich glaube, so ein Biopic und der sah ziemlich gut aus. Würde mich tatsächlich interessieren, weil ich kenne jetzt nicht viel von Lindenberg. Also jetzt musikmäßig schon. Die Lieder, die kennt ja fast jeder. Ich meinte aber jetzt von seiner Vita, ja, wie, was er so durchlebt hat, wo er überall war und was er gemacht hat. Würde mich tatsächlich mehr interessieren als irgend so ein La Palma oder sowas, ne? Also und Bombshell ist mit Charlize Theron, Nicole Kidman und Margot Robbie. Nach und Kate wahren McKinnon. Begebenheiten den Skandal um Fox-Chef Roger Ailes auf, als eine Gruppe Frauen beschließt, die toxische Arbeitsatmosphäre nicht länger hinzunehmen. Okay, ja, nochmal schauen. Warum heißt das da zielstrebig? Na, keine Ahnung. Ja, weil die da zielstrebig drauf zugehen. Malcolm McDowell spielt auch noch mit. Ja. Ah, auch nicht schlecht. Ja. Wo fandst du den am besten, Malcolm McDowell? Welchen Film? Oder ihr? Welche zack, Clockwork Orange dann? Ja, genau, den hatte ich nämlich auch gerade. Das war echt ein guter Film. Habe ich auch letztens erst wieder gesehen, deswegen. So, Kate, du hast einen Film im Heimkino geguckt. Ja, ich habe mir den König der Löwen 2019 Auflage geklickt. Den kriegt man ja jetzt zum Leihen und Kaufen mittlerweile. Bei Amazon und Sky und wie sie alle heißen. Ich habe das bei Amazon gemacht und habe mir den mal angeliehen, weil ich finde ja, dass der von Jon Favreau ist jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen.
Deswegen habe ich gedacht, jetzt muss ich mir den klicken. Zur Geschichte brauche ich, glaube ich, nichts erzählen. Wer den König der Löwen nicht gesehen hat, ist irgendwie hier falsch. Grundsätzlich von der Umsetzung her, es ist halt auf Real Life gemacht. Also die Löwen sehen und die ganzen Tiere und die ganze Welt sieht halt aus wie in echt. Und wenn die nicht gerade reden oder singen, sieht das aus wie eine Tierdoku. Und das fand ich extrem geil. Die Geschichte ist weitestgehend gleich geblieben. Es gibt einen neuen Song, glaube ich. Aber der wird jetzt nicht irgendwie in den Vordergrund gehoben. Der soll einfach nur so ein bisschen der Zeitspanne überbrücken. Machart top. Die Songs haben, obwohl es die Originalsongs waren und sie jetzt am Text auch nichts verändert haben, nicht gezündet bei mir. Weil die Stimmen sind natürlich andere, ja, also da muss man sich schon grundsätzlich dran gewöhnen, wenn Simba spricht, wenn Mufasa spricht, dass es eben nicht diese altbekannte, röhrige, dunkle Stimme ist. Man hat es gut ersetzt, aber es ist halt nicht Mufasa und es ist auch nicht Simba, der spricht. Die einzigen, wo ich gesagt habe, hey, super cool, sind Timon und Pumba, die neuen Stimmen passen, die sind quirlig, die sind lustig. Wirklich süß gemacht. Sogar ein paar mehr Tiere in ihrem Umfeld, wo sie da leben. Im Original sind sie immer nur quasi zu dritt und machen sich da über die Würmer im Baumstamm her. In dem Fall haben sie ein bisschen größeren Kreis an Freunden, was ich sehr schön fand. Aber wie gesagt, der Charme der Songs, sodass ich mich richtig drauf freue, dass dieser Song jetzt kommt, ist nicht aufgekommen. Das fand ich sehr, sehr schade. Vielleicht bei den Jüngeren, die den Alten, den Originalen noch nicht kennen, kommt es vielleicht eher an. Ich fand auch, dass die Sänger zwar gut waren, aber es war dieses Übergetüttelte. Es war dieses, ich muss den Ton ganz lang in die Länge ziehen und noch ein bisschen auf neuartig gemacht und das fand ich ein bisschen schade. Auch, dass Timon und Pumba so gut singen konnten, fand ich seltsam, weil im Original sind die ja schon ein bisschen schief. Ja? Aber alles in allem ist es ein tolles Remake für die neue Generation. Wir haben mit Sicherheit schon schlechtere Disney-Remakes gehabt, von daher muss ich sagen, haben sie den wirklich schön umgesetzt, weil es einfach einer meiner Lieblings-Disney-Filme ist. Die sehen so flauschig aus, ich hätte den Simba am liebsten in den Arm genommen und festgehalten, als er sich neben seinen toten Vater gelegt hat. Spoiler! Spoiler! Also man kann ihn durchaus anschauen. Ob man ihn jetzt extra bei Amazon kaufen muss oder man klicken muss oder ob man nicht wartet, bis er bei Sky sowieso im Cinema-Programm läuft und ihn dann on demand schaut, muss jeder für sich entscheiden. Aber ich fand ihn wirklich sehr, sehr schön. Nur ein bisschen enttäuscht von den Songs, die einfach nicht. Hast du es auf Deutsch oder auf das Englisch? Das alte war. Wegen den Songs. Auf Deutsch. Ach so. Auf ja. Deutsch. Aber die deutschen Songs kenne ich ja auch so. Ach so. Weißt du? Ich hätte ihn auch auf Englisch gucken können, aber ich kenne ihn halt auf Deutsch. Ich kenne die Songs. Ich kann bei jedem Song auf Deutsch mitsingen. Und. Ich glaube, im Original haben die da richtig gute Sänger genommen und im Deutschen sind es halt irgendwelche Musical-Sänger, ne? Ja, das kann sein, dass es daran liegt. Ja. Chris? Ich habe mich jetzt geweigert, deine Wertung abzugeben, weil ich habe nicht den ganzen Film gesehen. Ich habe nur Teile davon gesehen. Und ich weiß zum Beispiel von dem Film, dass in dem englischen Original auch Beyoncé plötzlich singt. Ah, das meine ich. Ja. Und das muss ganz, ganz schrecklich und schlimm sein. Ach so, schrecklich sogar, okay. Ja, ich zitiere jemanden, der gemeint, Beyoncé, halt die Fresse. weil das überhaupt nicht zu dem Löwen passt. Und ja, wenn ich kurz dazu reingrätschen darf, ich meine, die Geschichte ist klar, die kennt man nur. Die Animationen an sich waren cool soweit. Nur Kate hat es jetzt, glaube ich, absichtlich nicht angesprochen, aber die Löwen, da fehlt was. Nein, ich finde, das ist total albern. Ich finde, sich daran zu stören, ist total albern, weil ich habe nicht mal ansatzweise darauf geachtet, ob das jetzt stimmt, weil ich so von dem Rest, von dem Fell, von diesem Flausch,
von der Welt, die da gebaut wurde. Ja, diese, die Antilopen, die halt aussehen wie Antilopen aus der freien Wildbahn. Ja, und das ist so schön gemacht. Da störe ich mich doch nicht an diesem einen Mini-Detail. Aber dann ist es doch eher eine Tech-Demo als ein richtiger Film, oder? Ja. Wenn es nur darum geht, wie technisch das so schön aussieht und flauschig und sowas. Wenn dich die Story nicht mitgerissen hat. Nee, die Story reißt mich insofern mit, weil ich sie ja kenne. Es ist ja keine neue Erzählung der Geschichte. Der Film ist 1:1 wie das Original. Es sind nur ein paar Details anders, also ein paar Kleinigkeiten anders. Aber die Story, teilweise ganze Dialoge und Unterhaltungen sind 1:1 übernommen. Okay. Wie das Original. Also es ist jetzt nicht plötzlich, dass Mufasa was ganz anderes zu seinem Sohn erzählt, an dem Abend, nachdem er da Bullshit gebaut hat. Ja? Die Geschichte mit den Sternen ist genau die gleiche. Es ist alles das Gleiche. Ja? Auch wie Timon und Pumba auf ihn treffen. Das ist alles exakt gleich. Es ist nur modern. Nur mit besserer Technik. Stichwort Technik. Genau, genau. Same und but halt different. But still mit same. Anderen Sängern. Ach so, mit es ist ein, das ist aber so stelle ich mir eine Neuauflage für eine neue Generation von Disney-Schauern zu. Vor. Okay. Ja? Weil das ist ja das, was Walt Disney wollte. Er wollte ja für jede Generation eine eigene Variante des Films. Und es kann gut gehen, wie jetzt zum Beispiel bei König der Löwen. Und es kann schief gehen, wie bei Aladdin. Der ja furchtbar sein soll, die Neuauflage. So. Welcher sollte furchtbar sein? Du warst gerade kurz weg. Aladdin. Ach, Aladdin. Ja, das soll ja furchtbar sein. Also von daher, es ist die komplett gleiche Story. Es ist nur schöner, es ist echt, es ist flauschig, es ist traurig. Und ja, und die Songs werden halt von anderen Menschen gesungen. Ansonsten ist das gleich. Jetzt bin ich auf deine Wertung gespannt. Ich gebe ihm 7 Punkte. Das ist doch ganz gut. Weil mich die Songs nicht gecatcht haben. Und das muss halt ein Disney... Wenn man einen Disney-Film guckt, dann müssen die Songs catchen. Und das haben sie einfach in dem Fall nicht mehr. Weil sie einfach so ein bisschen übergetüttelt sind mit diesen langen Tönen. Und ja, weiß nicht. Das Rotzfreche zum Beispiel bei Ich will jetzt gleich König sein. Da gibt es so ein... Wenn Simba das singt, das ist so rotzfrech. Ja, auch mit so einem Trotz in der Stimme während des Ding. Ja. Und das hast du halt jetzt bei dem Neuen nicht. Das ist aalglatt kindergerecht gesungen und das ist super. Ja. Das fand ich schon echt schade. Ich wollte es gerade fast zu sagen, super nervig, aber. Nee, das fand ich echt schade, weil ich gehöre zu der Generation, ich hatte eine Wii und ich hatte dieses Wii Sing. Und ich hatte auch das Wii Sing Disney. So. Und da waren diese ganzen Songs drauf. Und ich kann die alle in- und auswendig. Und ich weiß ganz genau, wann Simba so rotzfrech ist in diesem Song. Und da habe ich drauf gewartet, ob der das auch kann. Und er kann es nicht. Der Song war glatt, wie es der Chris sagt. Es ist das Original. Es ist der Original-Song. Es ist die Original-Geschichte. Gar keine Frage. Aber der Song catcht nicht. Deswegen 7 Punkte. Kann man nichts machen. Ich werde ihn mir trotzdem nicht angucken. Nichts für deine Kids. Nee. Also, weil, keine Ahnung. Also da entscheidet doch der Papa, was die sehen. Das können die selber entscheiden, was sie möchten und was nicht. Aber für mich ist das nichts. Ich war ja damals schon von dem Kino so enttäuscht. Von dem ersten da. Von dem Zeichentrick. Nun zu etwas ganz anderem. Oh ja. Ich bin aber wieder raus. Now for something completely different. Hobbs and Shaw haben Chris und ich geguckt. Ja, Fast and the Furious Presents oder so wäre es. Ja, genau. Fast and the Furious Presents Hobbs and Shaw. Deswegen haben wir das auch erstmal nur so aus der Ferne mit der Kohlenzange angefasst oder so. Oder wie man in Thüringen sagt, das würde ich nicht mal mit dem Stock angiegeln. Okay. Weil, ja, also die Fast and Furious-Reihe ist ja konsequent schlechter geworden. Ich hatte damals den allerersten, hatten wir in der Sneak Preview, fand ich voll geil. Da in Miami. Ja, das war so ein Überraschungsding damals. Ne? Ja, und vor allem in der Sneak Preview, so ein Ding. Und in den USA hat er auch abgeräumt ohne Ende und das war schon cool. Und letzten Endes war es dann nachher nur noch irgendwie
Autorennen, völlig übertrieben, nur irgendwelche zusammenhanglosen Szenen, nur um Autorennen zu zeigen in diversen Formen und mit diversen... Dann noch Tokyo Drift und mit diversen... Oh, wir bringen es woanders. Und deswegen haben wir das ein bisschen liegen gelassen, und nachdem ich und Chris gesagt habe, mir hat er eigentlich ganz gut gefallen, hat er dann auch mal reingeguckt. Ja, wobei ich auch noch sagen muss, ich hatte ihn wirklich schon auf meiner Watchlist, und jetzt wird Kate wieder durchdrehen, wegen Isaac Gonzalez. Okay. Übrigens, der Regisseur von Fast and Furious, wir nennen es einfach mal Hobbs and Shaw, der Kürze halber. Ja, Hobbs and Shaw. Der ist eigentlich bekannt für die Stunt, der ist Stunt-Double zum Beispiel für Brad Pitt gewesen in Fight Club und auch für Stunt-Inszenierungen in diversen Filmen und auch Videospielen, in diesen Cutscenes von Videospielen, irgendwelche Aufnahmen. Und der dreht auch jetzt gerade, weil wir Thema Videospiele haben, einen Film, der heißt The Division. Der wird dann bald kommen. Und er hat aber auch zum Beispiel Deadpool 2 gedreht gehabt und Atomic Blonde. Und ja, deswegen hatte ich dann doch mal reinguckt, was da David Leitch jetzt hier abliefert mit Hobbs & Shaw. Und wir sehen am Anfang in so einem geteilten Bildschirm, wie quasi wie Dwayne Johnson und Jason Statham auf unterschiedlichste Weise ihren Tag beginnen. Und der eine halt in London und der andere in L.A. Und wie dann wiederum sie eine Mission zusammenführt, und dann ist es wie in so 80er-Jahre Actionfilmen, so, wo die erstmal nicht miteinander können und sich dann doch irgendwie zusammenraufen müssen. Auch nicht wollen, das ist was anderes. Nicht nur können, sondern auch nicht wollen. Und letzten Endes haben die dann so ein bisschen so eine Chemie wie Bud Spencer und Terence Hill irgendwie. Die hauen sich da immer Sachen an den Kopf und das sind dann häufig so Szenen, wo der eine was machen muss und der andere was machen muss. Und man merkt auch, dass alle beide den Film produziert haben. Also die hatten alle beide Bock auf den Film und alle beide haben auch dafür gesorgt, dass ihr jeweiliger Charakter irgendwie einen coolen Anteil am Film hat. Und das merkt man halt auch. Es ist ein sehr, sehr ausgewogener Film mit diesen beiden Hauptdarstellern. Ist unglaublich witzig, was auch an den Nebencharakteren, wie zum Beispiel Ryan Reynolds liegt, der da irgendwie auch auftaucht. Ja. Helen Mirren. Und was ich völlig Banane fand, war dieser Super Soldier, dieser Idris Elba. Das fand ich gut. Ja, dass der da so enhanced und sonst was, und er konnte sein Motorrad rufen wie Kid hier und sowas. Das fand ich. Ja, nein, das fand ich gerade das Spannende mit diesem so, oh ja, hier, und das ist die Zukunft der Menschheit und bla bla bla. Und ey, hammer cool, weil so richtig ein hochgetrimmter Supersoldat, das ist wirklich der schwarze Superman. Sag ich aber nur. Oder auch so. Ja, ich hab den da mal irgendwie erschossen und so. Ja, super, und jetzt haben wir Terminator auf unseren Fersen. Das ist einfach so gut. Das war so witzig einfach. Ich fand jetzt gerade den Vergleich von dir mit Bud Spencer und Terence Hill fand ich richtig gut. Sorry, habe ich geklaut, habe ich in einer anderen Kritik gelesen. Ah, gib's zu. Aber finde ich richtig gut. Ja. Passt ganz gut. Also, boah. Ja. Nein, coole Geschichte eigentlich auch. Um auch mal eine andere Kritik noch zu zitieren, selbst die strauchelnden Momente halten Statham und Johnson durch ihren schieren Charme aufrecht. Also es stimmt, der Film ist natürlich an vielen Stellen ziemlich Banane, aber was ich gut fand, dass es eben nicht nur im Auto und da, wir müssen dahin fahren und boah, dann gibt es ja wieder die riesen Action-Sequenz, wenn die von A nach B fahren, sondern es ist eher so ein Agentenfilm, würde ich fast sagen, also mit so einer völlig irrationalen Bedrohung wie bei den schönsten James-Bond-Filmen, also wo irgend so ein völlig irrationaler Bösewicht da, so ungefähr war das, ne? Und es gibt natürlich schon Fahrszenen und wo da was ist, aber die sind halt echt auch cool gemacht. Ich dachte eigentlich, ja, ich gucke den mal an und dann Mut zum Trash, ne? Und dann habe ich was hier, um da drüber herzuziehen, aber ich fand ihn dann ausgerechnet gut. Ich habe gedacht, hey, und vor allem auch die Outtakes am Schluss und so, das war doch so witzig dann, was da noch gekommen ist. Und da kommen ja viele. Also ich habe gefühlt, die haben echt viel Material noch übrig gehabt. Ja. Haben wir eigentlich schon was zur Story gesagt? Nee, irgendwie. Story ist überflüssig. Ja, nein, das ist ja. Irgendwie müssen da MI6 und irgendwie die anderen müssen zusammenarbeiten, und da ist halt, müssen die zwei dann, weil eben dieser internationale Top-Terrorist, dieser gespielt von Idris Elba, der
hat seinen Körper genetisch aufgerüstet und verbreitet Angst und Schrecken. Und nein, der wurde. Ja. Genau. Sagt ja schon im Trailer, ich bin der Bösewicht. Ja. Und das ist halt einfach auch schon geil. Also das wird einer aufbaut Scheiß, also so richtig bam gegen die Polizei und wer sind sie? Ich bin der Bösewicht. Ah, okay, alles klar. Werden die Rollen auch schon mal geklärt. Mega cool. weil die Art und Weise, wer Idris Elba, finde ich richtig geil, wie der das macht. Ah, das war nein? Ja, mir war es manchmal ein bisschen too much, dieses Ganze so, ey, ich bin unbesiegbar und so und ich rufe mein Motorrad und ach und irgendwie, ja. Aber das, ey, das, der Film selbst, der nimmt sich ja auch nicht so richtig selber ernst und genau, das wollte ich auch noch sagen. Das ist so ein ganz arg wichtiger Punkt. Das ist so ein typischer Dwayne The Rock Johnson Film. Der sagt ja auch immer, man muss über sich selber lachen können. Sonst funktioniert das Leben eh nicht. Und der Mann kann, glaube ich, echt über sich selber lachen. Der hat ich sag's, glaube ich, jedes Mal, wenn ich so einen Film von ihm bespreche, ich mag seine Art von Humor einfach und die kommt in Hobbs & Shaw monströs megamäßig rüber. Also hätte ich nicht gedacht. Du hast übrigens einen Cameo-Auftritt vergessen. Ja, den wollen wir alles erwähnen. Okay, dann spoilern wir den nicht. Aber den fand ich auch sehr witzig. Ja, wo dann eine Torte ins Gefängnis gebracht wird, meinst du? Ja, Moment, ins Gefängnis gebracht wird? Jetzt überlege ich gerade. Ja, kann sein. Die Person, die im Gefängnis sitzt? Nein, die meine ich nicht. Die meine ich nicht. Ich meine die Person im Flugzeug. Ach so, ja. Das war auch lustig. Das lassen wir auch mal weg. Ja, viele. Ja, die Person im Flugzeug. Allein dieser Dialog im Flugzeug auch so. Ja. Junge, was die sich da den kompletten Flug über an den Kopf schmeißen, bis es halt einmal stinkt. Aber dann auch wieder diese Chemie, die automatisch zwischen Johnson und Statham dann entsteht. Das ist so, da kommt einer, sagt was dagegen, fupp, beide zusammen gegen den. Und der Film geht ja echt lange. So gut. Der geht über 2 Stunden irgendwie gefühlt, also 2 Stunden 17 Minuten steht hier. Ja, aber Stunden. Der kommt einem gar nicht so lang vor, weil das. Nein! Weil das so gar nicht. Geht von einer Szene zur nächsten. Ist auch nicht so dieses ganz wilde, so, ah, jetzt müssen wir da hin und da fliegen wir mit dem Panzer aus dem Flugzeug und der springt dann auf den LKW drauf und dann schießt er mit der Kanone in den LKW. Sondern das ist halt wirklich, ein bisschen gesetzter. Und ich finde es halt auch gut. Also, Jason Statham war ja, ich glaube, im Fast and Furious 7 war ja noch ein Bösewicht und jetzt arbeitet er hier mit. Also letzten Endes haben die beiden, Dwayne Johnson und Jason Statham, diese Puppenkiste Fast and Furious genommen und haben für sich einfach das so umgebaut, dass es einfach richtig gut funktioniert, was zuletzt eben nicht mehr so gut funktioniert hatte. Und ey, ich glaube, wenn der nächste Teil kommen sollte, ey, da gehe ich ins Kino. Das kannst du ja, das, wissen. Aber das glaube ich auch. Also und ich glaube, dass der nächste Teil kommt, weil er ist wirklich, ich hoffe auch. Nur, ich möchte noch ganz kurz eine Szene, wo eigentlich auch wieder sinnbildlich für den ganzen Film ist. Die laufen ziemlich am Anfang durch eine riesen Garage von Jason Statham durch. Ja. Ne? Und laufen da an Autos vorbei und laufen an einem Mini vorbei. Ja. Laufen an einem Mini vorbei und Dwayne Johnson so, hahaha, bla bla bla. Und dann sagt der eiskalt, nee, das war ein Auftrag in Italien. Mhm. Ich habe mich weggeschmissen, weil wer erinnert sich an The Italian Job? Ne? Ja. Habe ich auch in der Sneak. Ich weiß bloß nicht mehr, war das noch? 2003, das ist ewig her. Das war noch in Gera in der Sneak, ja. Der war auch lustig. Ja, aber so geil, so eine Referenz da reinhauen. Ey, so gut. So witzig. Damals also, einer von den Gera-Sneakern, der hatte selber ein Mini. Und der Film, von dem hat man vorher noch nichts gehört gehabt. Der kam dann in der Sneak. Oh, der Typ war so begeistert hier da. Am liebsten würde ich ihn aber nochmal übrigens auch anschauen und zu schauen, ob auch irgendwo, weil ich mir relativ sicher bin, auch das Auto vom Transporter dann mit da drin stehen würde. Ganz sicher. Von Transporter? So ein Audi habe ich nicht gesehen, glaube ich, oder? Ich weiß, deswegen, ich will es nochmal sehen. Transporter hat man auch in der Sneak, fällt mir ein. Ey, war ein lauter gutes Film, der war in der Sneak. Seitdem ich in Stuttgart bin, ist die Auswahl. Nee, hatten wir hier Guardians of the Galaxy. Joker hatten wir auch. Ich glaube, es ist allgemein so, dass die nicht mehr viele Top-Filme für die Sneaks einfach freigegeben werden. Das ist einfach der Zeit geschuldet jetzt gerade. Ja. Ja, nee, großartiger Film. Also, echt
hätte ich nicht gedacht. Also ist natürlich jetzt kein Oscar-Kandidat, wenn wir vorher 1917 besprochen haben. Nein, um Gottes Willen. Macht wahnsinnig viel Spaß. Für mich hat er so 8 Punkte auf dieser Spaßskala. Ja, 8 von 10. Ja. Also pff, echt, echt Spaß gemacht. Richtig, richtig gut. Und ich habe noch einen geschaut jetzt über die Feiertage. Und der lief auf Sky, den hatte ich da mal aufgenommen gehabt. Also ganz im regulären Programm, der müsste dann, denke ich mal, auch demnächst in irgendwelchen Streaming-Portalen. Und das ist ein Film, den wir hatten wir öfters genannt gehabt bei den Kinocharts, wenn ich mich recht erinnere. Nämlich Der Nussknacker und die Vier Reiche. Und der basiert ja auf der Geschichte von, ich glaube, Hans Christian Andersen ist das, ne? Verfilmt von Lasse Hallström, der ja zum Beispiel einen Film gemacht hat, der mir sehr gut gefällt, Lachsfischen im Jemen. Und oder Bailey, ein Freund fürs Leben, da habt ihr, glaube ich, drüber mal berichtet gehabt, über diesen Hundefilm. Und der hat zum Beispiel auch, kleine Fun-Fact-Trivia, der hat die ganzen ABBA-Videos gedreht als Regisseur. jedenfalls. Na super. Ja, jedenfalls, Nussknacker und die Vier Reiche ist halt ein Märchen, eine Märchenverfilmung mit Morgan Freeman, Keira Knightley, Mackenzie Foy. Und da geht es halt darum, dass dieses kleine Mädchen in die Märchenwelt eintaucht von dem Nussknacker und stellt dort fest, dass eben die vier Reiche sehr stark entzweit sind und dass da Krieg herrscht zwischen den vier Reichen. Und sie ja, gerät dann so zwischen Reihen. Und ich will mal nicht zu viel verraten, weil es hält sich nicht ganz so treu an das Buch, glaube ich, was ich noch so in Erinnerung hatte. Und ich fand den eigentlich so als Märchenfilm ziemlich gelungen. Es war wahnsinnig toll umgesetzt. Also diese ganze Welt. Normalerweise, wenn man solche Märchenfilme guckt, da gibt es dann immer mal so ein, zwei Sachen, wo man denkt, ah, okay, das ist jetzt nicht so gut gelungen. Also hier ist der Look einfach wirklich durchgehend perfekt gemacht. Also ein richtig schöner Märchenfilm. Kann ich empfehlen. Nur mal ganz kurz, Der Nussknacker und die Vier Reiche. Ich gebe auch trotzdem 6 von 10 Punkte, weil es natürlich so ein Märchenfilm ist, nicht ganz so meins. Aber ich fand den toll gemacht. Gut gedreht, haben bis zum Ende mit Spaß angeschaut, gute Darsteller dabei gewesen und kann man mal durchaus gucken. Der Nussknacker und die Vier Reiche. Ab 0 Jahren ist der freigegeben, deswegen hatte ich hier auch mit Kindern geschaut. Ja, sehr schön. Jetzt werfen wir einen Blick, was noch so anläuft und was hier in den Charts ist in Stuttgart. Ich habe einen Verdacht, was immer noch auf Platz 1 ist, aber wir gucken mal. Kinocharts und Neustarts. Platz 10 nur, zu Recht, für Drei Engel für Charlie. Platz 9, Der kleine Rabe Socke 3, Suche nach dem verlorenen Schatz. Platz 8, Das perfekte Geheimnis. Platz 7, Knives Out, Mord ist Familiensache. Den möchte ich sehen. Ja, ich auch. Ich will den auch sehen. Hatte ich übrigens letztens, jetzt irgendwie gestern oder wann? Nee, vorgestern, genau, am 3. Januar habe ich einen Tweet von jemand gelesen gehabt aus meiner Filmbubble. Der hatte geschrieben, meine Top-Filme für 2020, die ich bisher gesehen habe. Platz 1, Knives Out. Platz 2, Cats. Also, ja, Ende der Liste. Also Platz 6, Spione Undercover, eine wilde Verwandlung. Hallo? Ja, hattest du was gesagt? Platz 3 sind wir jetzt? Nee, oder? Nein, Platz 5. Cats. Ja. Platz 4 ist Die Eiskönigin 2. Platz 3 als Hitler das rosa Kaninchenstahl. Platz 2 Jumanji, The Next Level. Und auf Platz 1, wie könnte es anders sein, Star Wars, Der Aufstieg Skywalker. Jawohl. So, und was startet jetzt alles hier am 9. Januar. 9. Januar. Eieiei. Wie die Zeit schon wieder vergeht, hey. Vier zauberhafte Schwestern. Die Verfilmung der beliebten Kinderbuchreihe von Sharon Wynn, in der die Schwestern an einem Musikwettbewerb teilnehmen. Von Sven Unterwald, der hier Sieben Zwerge und sowas gemacht hat. Mit Katja Riemann, Justus von Donani, Anna Thalbach und so weiter. Oh. Ich kann The Grudge bieten. In der Neuverfilmung des U-On-Remakes The Grudge zieht eine neue Familie in ein verfluchtes Haus und wird Opfer dämonisch verstörender Gewaltexzesse. Das
Das ist ja dann schon der, ist das US, ja, der zweite US-Remake von diesem Yuan. Ja. Den ersten hatte ich damals auch in der Sneak gehabt. Den hatten wir, glaube ich, auch schon. Spielt hier irgendjemand Bekanntes mit? Nee. Nee. Guck gerade hier. Nee. Aber ich weiß nicht, ob es das jetzt braucht, dass man den nochmal remaked. Scheinbar ja. Aber ich stehe da vom Produzent, also Sam Raimi produziert es zumindest mal. Ja. Der Regisseur Nicolas Peske, der hat Piercing hat er vorher gemacht und The Eyes of My Mother kenne ich alle beide nicht. Naja, wer weiß. Was ist das? Attraction 2 Invasion. Was ist denn das? Sieht aus wie so ein Film, der in der Videothek, nicht in der Videothek, in dem Videoregal so landet, der so aussieht wie irgendein bekannter Film, wo man dann offensichtlich die falsche DVD nehmen soll. Oh, seit dem Absturz des außerirdischen Raumschiffs in Moskau und den darauffolgenden Unruhen sind 2 Jahre vergangen. Ah, basiert anscheinend auf einem russischen Film. Jetzt, du musst doch den nächsten Satz auch noch lesen. Die Katastrophe und eine romantische Beziehung zu einem Alien haben das Leben des Mädchens von Chatanovo und unsere Sicht auf das Universum für immer verändert. Damit die Menschen bei dem nächsten Angriff aus dem All besser gerüstet sind, erforschen Wissenschaftler die geheimnisvollen Technologien. Klingt sehr nach Independence Day 2. Ne? Erforschen die geheimnisvollen Technologien. Aber außer der Liebesgeschichte da. Ja. Spannend. Ist dann eher Shape of Water. Oh Gott, das ist nicht. Okay. Ich mache mal weiter, bevor es irgendwo in eine falsche Richtung abdriftet hier. Underwater, wenn wir gerade schon bei Shape of Water sind. Underwater, Horrorfilm um die Crew einer Unterwasserforschungsstation, die nach einem Erdbeben ums Überleben kämpft. Das hat der Erik schon mal für die Sneak getippt gehabt. Ja. Lief aber nicht. Der spielt da mit. Irgendwie mit bekannt. Kristen Stewart spielt da mit, genau. Und was mal. Und TJ auch Miller. Ich allerdings nicht, was in der Sneak getippt war und auch kam, ist Queen and Slim. Ein Drama à la Bonnie und Clyde, in dem ein junges Paar versehentlich einen Polizisten erschießt und flüchtet mit dem jungen Mann aus Get Out in der Hauptrolle. Ja, kann man sich unsere Sendung nochmal anhören von vor ein paar Wochen. Ja. Gut, dann habe ich Code 8 oder Code 8. Mit der TV-Serie Arrow wurde Stephen Amell zum Star. Seinen Status nutzt er, um gemeinsam mit seinem Cousin Robbie Amell aus The Flash nun in einem gelungenen Science-Fiction-Action-Film anzutreten, der die Originalität von District 9 verbindet mit einer Superheldengeschichte, die an die X-Men oder The Boys erinnert. Eine Videopremiere, die man jederzeit empfehlen kann. Ist es Video oder kommt es ins Kino? Oder kommst nee, du ich glaube, der läuft nicht im Kino an. Ich glaube, hier ist irgendwas falsch bei Kino.de. Also in Kino Neustarts steht er nicht drin, aber klingt an sich interessant. Es ist gut, dass wir mal den erwähnt hatten, weil den Stephen Amell, den mag ich eigentlich. Ich habe ja Arrow geguckt und Flash habe ich auch geguckt. da wäre ich mal, also District 9 mochte ich ja auch, obwohl das sehr danach klingt, so nach dem Motto, ja, wir nennen mal viele bekannte Sachen. Der Film an sich ist eigentlich scheiße, aber wir nennen mal viele bekannte Sachen, damit die Leute das gucken. Aber ich werde mich dann mal selber überzeugen. Code 8, warte mal, was steht denn hier? Ah, ich gucke nachher mal, ob ich den irgendwo finde, schon zum Ausleihen. Eine türkische Komödie, Baba Parasi, über eine Gruppe von ganz unterschiedlichen Halbgeschwistern, die hinter dem Erbe ihres verstorbenen Vaters her ist. Okay. Little Joe hätte ich da noch. Oder, ah nee, ich habe Freies Land übersprungen. Freies Land, Ostdeutschland 1992. Zwei ungleiche Kommissare ermitteln in einem Vermisstenfall. Die Bewohner hüllen sich in Schweigen. Was haben sie zu verbergen? Von Christian Albert. Das ist für mich eigentlich ein Grund, den anzugucken. Also der, und auch so von der Geschichte her, klingt jetzt nicht uninteressant. Und Christian Albert. Okay. Ja. Ich glaube, da haben wir mal einen Trailer davon gesehen. Echt? Irgendwas sagt mir das. Kann mich nicht erinnern. Little Joe, Glück ist ein Geschäft, läuft noch an. Mit Ben Whishaw, Emily Beecham, Carrie Fox. Alice ist eine Frau, die ihren Job als Wissenschaftlerin im Gewächshaus liebt. Als alleinerziehende Mutter führt sie mit ihrem Sohn Joe ein glückliches Leben. Ihre neueste Entdeckung scheint sensationell zu sein. Sie hat eine purpurrote Zinnoberpflanze geschaffen, die eine besondere Eigenschaft hat. Wenn sie in der idealen Raumtemperatur steht, macht der Duft der Pflanze die anwesenden Menschen glücklich. Zu Ehren ihres Sohnes nennt sie die Schöpfung Little Joe. Sie nimmt ein Gewächs mit nach Hause, ohne zu wissen, welche Auswirkungen das Saatgut der Pflanze auf alle Menschen oder Tiere hat, die mit ihnen in Kontakt kommen. Alle beginnen, sich eigenartig zu benehmen. Na super.
So ein Magic Mushroom oder so. Ja, irgendwie sowas. Ich mach mal weiter mit Milchkrieg in Dalsmynni. Isländisches Drama um eine Frau, die den Kampf gegen eine mächtige Milchkooperative antritt. Komödie. Ich guck gerade noch was mal hier. Ist nur noch einer, den ich finde, ein türkischer Film. Brothers heißt der. Heißt bestimmt nicht im Original Brothers, sondern nachdem der erst 17-jährige Yusuf nach 4 Jahren aus der Jugendhaft entlassen wird, zwingt ihn sein älterer Bruder bei der Ermordung ihrer Schwester zu helfen. Boah, das ja, klingt nach einem Film für einen Familiennachmittag. So, mal gucken, was hier so Neues auf Blu-ray anläuft. Für alle, die hier in der Region wohnen oder ansässig sind oder immer mal hier sind, die können sich mal die neue Lift dann kaufen. Da wird nämlich der Christ Im Februar. Ja, Februar. Können sich eigentlich immer die neue Lift kaufen. Ja, kann man immer kaufen. Aber. Aber im Februar ganz besonders, oder die Februar-Ausgabe, da wird nämlich der Chris ein paar Blu-rays wieder mal empfehlen in einer Kolumne. Bin ich mal wieder gespannt. Wieder mal, das erste Mal, aber ist schon so. Okay. Aber du warst ja schon mal zumindest vertreten mit anderen Themen, oder? Ja, richtig. Ja, siehst du. So, was läuft denn an? Ab 6. Januar gibt es auf Blu-ray folgende Sachen. Die 3 Ausrufezeichen. Das ist quasi ist das mit Mädchen dann oder also die 3 Fragezeichen als Mädchen oder wie ist das? Ja. Okay. Ein Äquivalent dazu. Ja, Zeit geht voran. Man darf nicht immer an den alten Sachen nur festhalten hier, ne? Na, aber ja, also das ist so richtig, ja. Komm. Ja. Chris, was kommt denn noch? Good Boys kommt noch. Hier steht, dabei fängt alles so harmlos an. 3 Freunde Max, Thor und Lukas versuchen ihre Nachbarsmädchen mittels einer Drohne auszuspionieren, um Erfahrungen zu sammeln. Doch die Mädchen ertappen sie dabei und kassieren den Flugroboter ein. Nun setzen die Jungs alles daran, die teure Drohne zurückzuholen. Koste es, was es wolle. Ah, den wollte ich noch sehen. Gerne, den wollen wir doch sehen. Hat mir, glaube ich, für das Sneak getippt oder so, ne? Aber ja, hat man mehrmals getippt. Den möchte ich auf jeden Fall noch sehen. Ist das nicht von Dings hier, von Seth Rogen? Seth Rogen. Ja, genau. Ja, ja. Was ich aber auch noch sehen will, also das ist jetzt diesmal einiges dabei, also die 2 auf jeden Fall, nämlich Late Night mit Emma Thompson, die quasi so eine Talkshow hat, so eine Late Night Talkshow. Und irgendwie läuft es nicht mehr ganz so und sie holt sich die Molly, gespielt von Mindy Kaling, die ja, ich glaube, bei Good Wife oder so hat die, glaube ich, mitgespielt, holt sie in ihr Autorenteam. Und dann verändert sich die Show zusehends durch den etwas anderen Humor, den die da mit reinbringen und so. Das sah irgendwie ziemlich cool aus. Möchte ich gern gucken. Ja. Der würde mich tatsächlich dann auch noch interessieren. Wer mich jetzt nicht so interessiert, ist der letzte. Der heißt Der Honiggarten. Das Geheimnis der Bienen. Schottland, 1952. Die junge Ärztin und Bienenzüchterin Dr. Jean Markham, Anna Paquin, kehrt in den Ort ihrer Kindheit zurück, um die Praxis ihres Vaters zu übernehmen. Drangsalierte Charlie Gregor Selkirk als Patient zu ihr kommt, freundet sie sich mit ihm an und weiht ihm in die Kunst des Bienenzüchtens ein. Den Bienen kann der Junge seine Geheimnisse anvertrauen, wie es Jean, bla 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 bla. Entschuldigung. Ich glaube, dieses Bienenzüchten. Da geht es auch noch um ein gleichgeschlechtliches Paar dann. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Bienenzüchten steht hier als für Sex. Die junge Ärztin und Sexualwissenschaftlerin kehrt in den Ort ihrer Kindheit zurück. Er kommt als Patient zu ihr, freut sich an und sie weiht ihn in die Kunst des Sex ein. Ich glaube, das ist eher sowas hier. Ja. Na, mal gucken. Okay, ja. Das waren so die Blu-ray und DVD-Neustarts. Nee, eigentlich Blu-ray. Ja, Blu-ray vom 6. Januar. Mal gucken, was nächste Woche dann alles so dabei ist. Also für mich waren jetzt hier 2 Sachen dabei. Auf die muss ich mal ein Auge werfen. Und so Trailer haben wir jetzt erstmal nicht. Serien kann ich nur erwähnen, dass ich jetzt auch bei The Witcher schon ziemlich weit bin. Finde ich gut. Weil die Kate hat ja irgendwie gemeint, so ja, sie muss erstmal noch ein bisschen weiter gucken. Ne? Hast du jetzt schon weiter geguckt eigentlich? Nö. Ich finde es gut und ich habe gleichzeitig, weil wir haben neben demnächst wieder Fortsetzung folgt auf. Und da müssen wir auch über diesen Carnival Row auf Amazon Prime. Ich kapiere das nicht.
bin dabei Folge, ich auch nicht. Folge 5 oder 6. Alle finden das total toll. Ich habe da auch reingeguckt. Keine Ahnung, was dieser auch nicht Scheiß soll. Was das soll. So ein Müll. Also, na, Scheiß ist es nicht. Also ich würde es nicht als Scheiß bezeichnen, aber als seltsam. Also irgendwie, das kommt da auch nicht so rein. So ein himmelschreiender Bullshit. Aber und dann hat sich auch noch Orlando Bloom dafür gewonnen. Das war der einzige Grund, weshalb ich dran bin. Da dachte ich, okay, wenn der mitspielt, dann muss es ja irgendwas haben. Aber das hat ja nicht so viel. Ja, und auch das Geheimnis um seine Figur, das hätte viel länger geheim bleiben sollen. Das Einzige, was, also da gibt es dann auch so ganz abgefahrene Sexszenen zwischen Menschen und irgendwelchen Fabelwesen. Das ist auch irgendwie ganz absurd irgendwie. Also ich weiß nicht, was das soll. Also seltsame Sprünge in der Geschichte, wo man merkt, okay, wir haben jetzt diese Serie gedreht. Einfach so, ja, Folge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt haben wir auch gemerkt, wenn wir jetzt mit Folge 1 anfangen, die ist irgendwie ziemlich scheiße. Und die zweite ist aber auch scheiße, aber da brauchen wir die erste vorher. Komm, lass uns mit der vierten anfangen. Vierte und fünfte, wir setzen die an Anfang. Dann kommt zwar mittendrin mal ein riesen Knick, weil die Leute dann plötzlich wieder mit einer Story konfrontiert sind, die irgendwie lange, lange vorher ist, aber das sieht irgendwie cooler aus. Also ich verstehe es nicht. Also ich. na, mal gucken, was die anderen dann erzählen. Ich will jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Die Purpurnenflüsse habe ich komplett durchgeguckt. Kann ich empfehlen. Wollte ich mit anfangen, aber hab's noch nicht. Was mich ein bisschen gewundert hat, jetzt hätte ich den Trenner mal bringen müssen, jetzt erzähle ich doch ein bisschen viel. ich kenne die Filme, es gibt ja die Purpurnenflüsse 1 und 2 von Mathieu Kassovitz, fand ich sehr gut damals und ich dachte eigentlich, das ist das als Serie, ist es nicht, sondern okay. Es geht halt um so Ermittler, die in diesem ganzen kirchlichen Milieu auch so Ermittlungen anstellen und was ich festgestellt habe, nachdem ich die Staffel komplett durchgeguckt habe, also Achtung, Ausrufezeichen, also wenn ich schon mal eine Staffel komplett durchgucke, ne, das will schon was heißen, es sind verschiedene Fälle, es ist nicht ein Fall, der sich über die komplette Staffel zieht, es sind dann so ein Fall, an dem wird mehrere Folgen gearbeitet und dann kommt plötzlich was anderes, gehen die woanders hin und das hat miteinander nicht so viel zu tun. An dem einen arbeiten sie etwas kürzer, an dem anderen etwas länger, aber es sind verschiedene Fälle, die da kommen. Der eine ist mehr, der andere weniger interessant. Und der letzte Fall führt sie tatsächlich nach Baden-Württemberg. Da ist Stuttgart auch, wird mit erwähnt und so. mit irgendwelchen Deutschen, mit dem deutschen Adel. Tier. Kann man mal gucken. Also die purpurnen Flüsse Netflix. So, jetzt habe ich doch ein bisschen viel erwähnt hier. So viel wollte ich gar nicht. Wir bräuchten noch so einen Jingle für die Musiktipps hier. Was machen wir da? Party. Machen wir das hier, wenn hier Musik. Das ist wohl der weltschlechteste Trenner. Das stimmt ja gar nicht. Für die ihn kennen, ist es das Beste. Die feiern dann alle, glaub mir. So, was sind denn eure Musiktipps für heute? Für unsere Spotify-Playlist, die unsere geschätzten Hörer abonnieren können auf Spotify unter Kinocast Songs. David Guetta, Titanium. Titanium. Ganz genau. I love this song. Oh, cool. I'm bulletproof. Schau auf meiner Sportliste. Nothing to lose. Nee, der geht immer. Fire away. Kennt ihr eigentlich das Video auf YouTube? David Guetta pushing buttons? Ja, das kenne ich. Deswegen darf ich lachen. Ich verlinke es mal. Ja. Unbedingt. Genau. Ich habe einen Song gewählt, der dem Erik auch nicht aus dem Kopf gehen wird, da bin ich mir ganz arg sicher. Von John Denver, Country Roads. Ja. Wo ich eigentlich gedacht hatte, man überhört sich das dann vielleicht nach einer gewissen Zeit, aber nee. Nee, das ist ein Song, den ich kann den nicht überhören, auch wenn der bei mir im Auto läuft. Ich singe jedes Mal lauthals mit. Das geht nicht, ich kann nicht, kommt nicht drum rum. Nicht nur für Fallout 76 Spieler. Das war auch schon so geil, der Trailer damals, als der kam für Fallout 76. Ja, das fand ich cool. Der Song reinkam und so. Ja, sehr schönes Spiel. Wenn man da im Spiel dann das Radio anschaltet, kommt da auch immer zu. Ja. Ich habe mir an Silvester diverse Konzerte aufgenommen, die auf Dreisat war es, glaube ich, und One HD. Die haben ja diverse Konzerte immer abgespielt und so. Und da war von Materia das Konzert im Ostseestadion drin, wo der einfach mal das komplette Ostseestadion ausverkauft hat. Materia, der Rapper, wer ihn nicht kennt.
Und gut, der Stadion füllen, das haben schon andere hingekriegt. Also. Ja, ich habe letztens auch eine Mario Barth. Eine Dokumentation geschaut gehabt, die uns ja empfohlen wurde hier von, wie hieß denn diese Dokumentation über feine Sahne Fischfilet, die uns der Hörer empfohlen hatte. Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Ja, da kommt Materia auch das eine oder andere Mal mit zu Wort, weil feine Sahne Fischfilet, die kommen ja auch aus der Ecke. Und habe ich festgestellt, der hat eigentlich eine sehr vernünftige Einstellung. Deswegen dieses Konzert im Ostseestadion, boah, Wahnsinn. Also wie viele Leute und den der auch alles mit als Feature auf der Bühne hatte. Echt krass. Und von ihm habe ich auch eine Studioversion jetzt. Das komplette Konzert aus dem Ostseestadion gibt es auch auf Spotify. Aber ich habe die Studioversion von El Presidente. Und das habe ich damals immer gehört, wo ich Tropico gespielt habe. Und das ist ein voll cooler Song. Den habe ich auch in meiner Running-Playlist. Also wenn ich draußen rumlaufe und der kommt, dann feiere ich auch immer im Laufen. Kann man mal hören. Jawohl, ja. So, das war's mit den Musiktipps für heute. Dann gehen wir mal ein bisschen in den allgemeinen Bereich rein. Wie liegen wir zeitlich? Okay, 2009 Review hat keine Zeit mehr. Dann möchte ich nur noch auf ein was hinweisen. Jetzt war ja über Weihnachten der 36C3, also sprich der Chaos Communication Kongress in der 36. Auflage, der jetzt mittlerweile in Leipzig stattfindet. Und der Chaos Computer Club lädt dann halt immer ein und wird über diverse Themen diskutiert. Und es gab, man kann sich die Vorträge auf YouTube quasi im Real Life anschauen. Und einen davon fand ich absolut überragend. Hier hat ein Data Scientist, bei der Deutschen Bahn gibt es auf der Webseite und an der API-Schnittstelle gibt es die Möglichkeit abzufragen, ob ein Zug verspätet ist zum Beispiel. Ne? Und die Bahn sagt ja selber von sich, unsere Züge sind zu 75% pünktlich. Und der junge Mann, der den Vortrag gemacht hat, der hat halt irgendwie aus eigener Erfahrung, ey, irgendwie jedes Mal, wenn ich fahre, weiß nicht, ist irgendwas. Und er hat selber seinen Posteingang, wo er die Verspätungsmitteilung von der Bahn drin hatte, da hat er tausende von E-Mails, hat er so einen Screenshot gezeigt gehabt, ne, von dem Jahr. Und dann hat er sich gesagt, ja, er liest einfach mal über die API die Verspätungsmitteilung aus, die bei der Bahn nur für eine bestimmte Zeit online sind. Also das heißt, man kann jetzt nicht rückblickend fürs letzte Jahr alles abrufen, sondern die sind immer nur so eine Stunde vorher, dann während der Zug fahren sollte und eine Stunde danach sind die online. Und er hat die halt abgefragt, gesammelt, 25 Millionen Datensätze dort rausgezogen, quasi über das ganze vergangene Jahr 2019 und hat die analysiert. Und dieser Vortrag, den er da gehalten hat mit den ganzen Analyseergebnissen, der ist so cool und der gibt halt auch sehr viele Empfehlungen, was man vielleicht vermeiden sollte, welche Bahnhöfe man vermeiden sollte, wann man buchen sollte und so weiter, was sich halt alles aus diesen Datensätzen ergeben hat. Und das ist so cool. Ich verlinke das mal mit. Wer irgendwann mal in die Verlegenheit kommt, mit der Bahn fahren zu müssen, zu wollen, der sollte sich diesen Vortrag auf jeden Fall mal anschauen. Der ist auch wirklich unterhaltsam vorgetragen, man kann es nicht anders sagen. Also das ist jetzt nicht nur trockene Zahlen, Mathematik, sondern es ist wirklich auch unterhaltsam vorgetragen. Ja. Und ich habe noch ein paar andere geschaut, zum Beispiel über die Krankenkassen, die ja jetzt dieses neue System ab 2021 machen sollen. Den werde ich aber nicht verlinken, das ist eher so Special Interest, so, wo die elektronische Patientenakte und so weiter, wo die mal einen Blick reinwerfen, wie sicher das Ganze ist und so. Also wer ein bisschen Zeit übrig hat kann ja mal auf YouTube schauen, unter 36C3 findet man diverse Vorträge, das geht hin bis zu, sind PDFs wirklich sicher, ja, und ich empfehle jeden, da mal reinzuschauen, auch vielleicht in Themen, wo man sich eigentlich überhaupt nicht auskennt, das ruhig mal anzuschauen, so einen Vortrag, um dann mal so ein bisschen so ein Grundwissen zu bekommen und so ein Grundbedenken auch zu haben, nicht alle Technologie so ohne weiteres bedenkenlos anzunehmen und schon gar nicht, wenn irgendjemand von der Bundesregierung sagt, das ist total sicher hier, also wir führen das jetzt mal ein hier, wir haben alles gecheckt. Jo, habt ihr noch irgendwas? Nö. Hunger habe ich. Hunger. Dann will ich euch mal nicht länger aufhalten. Wir sehen uns dann morgen in der Sneak Preview. Der erste Sneak Preview 2020. Ich hoffe, es kommt was Gutes. Hoffen wir doch alle. Ja, wir hoffen eigentlich jedes Mal. Jetzt hat man letzte Woche was Gutes, jetzt weiß ich nicht. Aber das Sneak-Jahr 2019 war jetzt nicht so schlecht, ne?
insgesamt gesehen, ja, vielleicht fange ich jetzt mal an. Ich mache mir mal so ein Google-Dokument, wo ich mal alle Filme eintrage und meine Wertungen, dann kann ich mal so einen Durchschnitt dann bilden. Okay. Dann also wenn du die Filme brauchst von 2019, die habe ich alle hier. Ja, aber dann muss ich ja meine Wertung noch raussuchen. Jetzt fange ich vielleicht jetzt 2020 mal an. Erstes Vorhaben für 2020. Ich mache einfach mal eine Liste von meinen Sneak-Wertungen. Da kann ich euch ja auch gleich. Ein guter Vorsatz. Kann ich euch auch gleich mit eintragen dann in Gerne. Die Tabelle. Ja, dann jedes Mal, nachdem wir die Sendung aufgenommen haben, trage ich es dort auch gleich ein. Und ja, dann haben wir die Übersicht dann. Jo. Sehr gut. Dann startet gut rein ins neue Jahr. Auch liebe Hörer, ihr natürlich auch. Und bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Tschüss. Bis bald im Kinocast.